Hallo und herzlich willkommen hier bei GameStoryen zu einer weiteren Folge der Geschichte der Videospiele im Jahre 1979. Ja, es ist wieder soweit. Täglich grüßt das Murmeltier. Wir sind wieder dabei. Und das ist prima. Und ja, ihr wisst, wie es läuft. Das denke ich, hier von Spiele wieder aufgemacht. Und wir werden wieder ein bisschen was abrattern. Das Finale nähert sich. Wir sind im Oktober, November 1979, also es ist nicht mehr allzu viel. Und dann haben wir es geschafft. Mit dem Jahr. Genau. Deshalb würde ich sagen, wir rutschen hinein und schauen, dass wir es so durchkriegen irgendwann mal. Und fangen an mit der Nummer 3564. Und wir gehen zu unserem allseits beliebten GS80, wie so oft, der wie so oft den Anfang macht in den letzten Parts. Und zwar mit folgendem Spiel. Minotaur Maze oder der Minotaur Malevolent Maze. Meine Güte. Das ist ein zeitlich begrenztes Labyrinthspiel für einen Spieler für den TS-80. Der Spieler versucht sich von der linken oberen Ecke eines Labyrinths bis zur rechten unteren Ecke zu bewegen. In der Zeiteinheit wird ein zusätzliches Stück des Labyrinths hinzugefügt und das Ziel ist es, den Zielpunkt zu erreichen, bevor alle Wege blockiert sind. In schwierigeren Levels sind zu Beginn mehr Blöcke vorhanden. Also sprich, das Labyrinth baut sich über die Zeit auf und wenn man zu lange braucht, dann gibt es keinen Weg mehr. Welcome to the world of Maze. Like an ordinary game of Maze, you must try to get from the starting point, you are the star in the upper left hand corner, to the finish, which is located in the lower right hand corner. You win when you hit a wall on the finish box. Also like an ordinary maze, the walls or blocks stop your progress. But in this game, the maze is constantly getting more difficult and that walls are added randomly as you move. Therefore, paths are constantly being closed off and your strategy must change as the game progresses. Before the game starts, you will see you will be given a choice whether you want the game to start immediately after it is set up or if you want to start the game by making your first move. It is easier to wait, so you can set a strategy to continue. Yeah. Motion is accomplished by hitting the appropriate direction arrow. For example, to move up, hit. Yeah, ja, das sind ja quasi die Pfeiltasten normalerweise. Motion will continue in the direction of the last enter until a wall or a boundary is hit, or if you enter a new direction. To stop the motion, hit the space bar. If you find that you have no chance of winning, you can stop the game by hitting the Q key. Finally, in the middle of the screen, you will find a counter. It tells you how many walls have been added since the game began. Do you want to look at the maze before the game starts? Ja, das würde ich gerne tun. You now get to select how many walls you want to have at the start of the game. Beginners should start low, 50 perhaps. In later games, the computer will adjust this number according to whether you have been winning or losing. Dann fangen wir doch mal mit den 50 an. Das hört sich schon sehr viel an, finde ich, für ein. Aber wird schon passen. Wir haben in der Mitte immer so einen großen weißen Punkt. Und man sieht schon, die Walls werden aufgebaut. Also insgesamt jetzt 50 und es kommen immer mehr dazu. Je länger wir brauchen. So, das Spiel geht erst los, wenn ich jetzt quasi die erste Richtungstaste drücke. Das mache ich jetzt. Und dann sieht man schon, es geht los. Und jedes Mal, wenn ich mich einmal bewege, vergeht ja quasi eine Sekunde. Und das heißt, dass es dann auch jedes Mal eine neue Wand dazu kommt. Wie wir auch sehen, das Ganze ist wieder wie leider meistens beim TS-80 ziemlich unaufregend langsam. Also ich finde den Ansatz echt ganz cool mit der Sache, dass das Spiel quasi immer schwerer wird, je länger man braucht.
Aber ja. Der ein Frame per Second ist halt echt. Naja. Man sieht auch, dass es, wenn man nach unten geht, viel schneller geht, als wenn du eben die Seiten nutzt. Deshalb ist eigentlich wahrscheinlich nach unten gehen immer eine gute Wahl, weil es nicht so lange dauert. Wenn natürlich direkt vor dir eine Wand auftaucht, das ist natürlich ärgerlich. Aber man sieht schon, 50 ist tatsächlich relativ einfach. Also das stimmt schon. Und in einer guten Minute ist man dann normalerweise auch durch. You win. Ja. Schön. Versuchen wir mal ein bisschen mehr. Gehen wir mal auf. Machen wir mal 70. Your average starting number is 55. Your high starting value is 50. You've just reached a new high. You start with 60. Ach so, es macht die automatisch. Also jetzt geht es quasi mit 60 weiter. Richtig? Ja, also, okay, ja, dann machen wir mal so lange weiter, bis ich verliere einmal. Mal schauen. Jetzt kommen 60 Blöcke zum Einsatz. Ich hätte jetzt mit 70 weitergemacht, aber Computer sagt nein, er will 60 haben. Dann machen wir 70. Jetzt hat er mir schon einen Block vor die Nase hingelegt. Schön. Also ich meine, es ist ja komplett zufällig, wo ein Block auftaucht, schätze ich mal. Also es kann halt schnell einfach auch vorbei sein, weil er mir jetzt, ich kann zwar natürlich dann noch zurück, aber wenn er mir natürlich komplett den Weg von oben nach unten verbaut, dann hilft es mir halt nichts. Also der Block hier in der Mitte ist natürlich das Gefährlichste. Weil hier am ehesten noch was passieren kann, mit schnell verbaut werden. Aber ansonsten. Ist da nicht allzu viel, was einem großartig hindern könnte, aktuell zumindest. Oder natürlich, wenn ihr das Finish verbaut wird, das unten, das kann auch relativ schnell gehen. Jetzt macht er 72. Also nochmal 12 mehr. Komme ich raus?
Aha. Oh. Ja, ein Weg ist noch da. Ja, das war jetzt schon knapp. Jetzt sind es 86 Blöcke. Also jetzt eigentlich nur 4 mehr. Oder nie waren es von 72, oder? Gar nicht mehr. You win! Hundertdrei. Das könnte jetzt interessant werden. Okay.
Erstmal an einigen Stellen schon ein bisschen knapper. Aber bin auch durchgekommen. Ich dachte halt, oben wird es sich schnell schließen, weil halt nur noch ein Strich gefehlt hat, aber. Das wird ja nicht. 123. Okay, das ist aber auch das Letzte, was wir noch machen. Also entweder ich gewinne jetzt oder bin jetzt verbaut. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, unten ist schon so ziemlich verbaut. Hallo? Beweg dich! Scheiße. ich komme, glaube ich, unten noch durch, aber wenn da jetzt noch ein Strich hinkommt, dann ist es vorbei. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Hey, jetzt geht doch, ich habe doch bleib in der Richtung. Was soll das denn? Scheiße. Ah, das sieht gar nicht gut aus. Oh, ja, 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 ja. Oh, jo, 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 jo. Noch ist es schaffbar. Oder nee, nee, warte, doch, doch, noch ist es schaffbar. Geh nach oben, verdammt nochmal. Noch ist alles drin. Nee, jetzt. Nein, ich glaube, jetzt ist vorbei. Weil jetzt kommt man nirgendwo mehr durch, wenn ich mir das richtig anschaue. Weil man kann hier. Oder kommt man hier noch durch? Ich glaube nicht. Oder kommt man da durch? Nee, doch. Oh, okay. Doch, es geht tatsächlich noch. Ja, wir haben es noch geschafft. Wow. Aber ich glaube, beim nächsten wird es wahrscheinlich wird's nichts mehr werden. Weil jetzt 123 Blöcke. 147. Nein, das will ich gar nicht erst anschauen. Das wird wahrscheinlich in nichts enden. Naja, trotzdem, coole Idee. Es müsste halt einen Ticken schneller laufen, dann wäre es noch cooler. Aber naja,
Das ist halt dieser alte PC. Da ist es halt so, ja. So. Nummer 3565 ist Touch für den Heath Senate H8 oder H89. Das ist ein Partyspiel für zwei oder mehr Spieler, das auf größeren Partys gespielt werden soll. Die Namen der Spieler werden in einer Liste mit männlichen und weiblichen Teilnehmern in den Computer eingegeben. Der Computer wählt dann zufällig zwei Personen aus, eine aus jeder Liste. Eine dieser Personen ist der Berührer und die andere der Berührte. Ein zufälliges Körperteil wird ebenfalls vorgegeben. Und der Berührer muss den Berührten an dem vorgegebenen Körperteil berühren, um weiterzuspielen. Das erste Paar, das sich weigert, verliert das Spiel. Okay. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber okay. Partyspiel, vielleicht mit entsprechendem Alkoholgehalt. Ja. Mich wundert, dass das Spiel nicht als NSFW getaggt wurde. Das kann sehr nach hinten losgehen. Naja. Nummer 3566 ist Trap Game für den Texas Instruments Programmable Calculator. Das ist ein Spiel zum Erraten von Zahlen. Der Spieler kann zwei Zahlen eingeben und der Rechner zeigt an, ob die geheime Zahl zwischen diesen beiden Zahlen gefangen ist oder nicht. Gelingt es dem Spieler nicht, die Zahl zu fangen, kann sich die geheime Zahl ändern, daher ist es wichtig, nicht zu riskant zu spielen. Nummer 3567 ist United States War Game East vs. West für den Mainframe. Das versetzt den Spieler in einen fiktiven Bürgerkrieg in der heutigen Zeit, entweder den Osten oder den Westen der Vereinigten Staaten. Zu Beginn des Spiels kann der Spieler eine einzige Operationsbasis, 5 Raketenstellungen und 4 Minen errichten. Der Spieler kann Armeen einsetzen, um feindliches Gebiet zu erobern oder seine Basis zu verteidigen. Das Spiel ist vorbei, wenn einer der Spieler seine Basis verliert. Zur Verteidigung des Stützpunktes können Minen gelegt werden, die die erste Armee, die sie betritt, zerstören. Der Stützpunkt stärkt die Armeen in der Nähe, weshalb es wichtig ist, den Stützpunkt nicht zu weit von der Front entfernt zu verstecken. Mit Raketen kann auf alles in Reichweite geschossen werden. Der Spieler kann nicht sehen, was im feindlichen Gebiet vor sich geht, hat aber volle Sicht auf seine eigene Hälfte der USA. Das soll es ja nicht auch sein. Nummer 3568 können wir uns wieder anschauen und ist auch wieder für den TRS-80. Und das Spiel ist Westward 1847. Das ist ein Einspieler-Strategiespiel für den TRS-80. Der Spieler versucht von Kansas über den Landweg nach Oregon zu gelangen. Zu Beginn jeder Reise muss er Ochsen, Lebensmittel, Munition, Kleidung und verschiedene Vorräte kaufen und Geld für die Reise übrig haben. In jeder Runde kommt der Spieler Oregon immer näher und legt dabei etwa 100 Meilen pro Runde zurück. In jeder Runde kann der Spieler anderen Reitern begegnen, die freundlich oder feindlich gesinnt sein können. Der Spieler kann während der Begegnung krank oder verletzt werden und die Hilfe von Ärzten in Forts in Anspruch nehmen. Der Spieler kann auch Vorräte in Forts kaufen. Wenn die Nahrung knapp wird, kann der Spieler mit seiner Munition auf die Jagd gehen. Es gibt 5 Schwierigkeitsgrade, die Zeit bestimmen, die der Spieler für die Eingabe eines Forts während des Jagdabschnitts benötigt. Weitere Begegnungen sind Überschwemmungen, die zu einem Verlust von Vorräten führen, oder Begegnungen mit freundlichen Eingeborenen. Ja, also sowas wie Oregon Trail kennen wir ja schon. Ich werde mich mal mit Shaky Knees begnügen. Jetzt kann man eben sagen, was wir haben. Das steht gar nicht da. Wir werden mal $250, 250 für unser Ochsen-Team geben. Wir haben noch $450 left, okay. Fürs Essen $150. Für Munition machen wir mal $40. Für Kleidung 50. Und für verschiedene Sachen machen wir auch nochmal 50. Dann haben wir $160. Ist okay, machen wir. So, und dann geht's los. Wir machen einfach weiter, weil wir brauchen erstmal nicht
Kein Essen. Moderat essen. You get lost in heavy fog. Schön. Toll. Wir haben uns im dichten Nebel verirrt. Macht eine super Sache. Sowas hört man doch gerne. Aha, wir können entweder jetzt Hand continue oder wir können am Ohr stoppen. Wir machen mal weiter. Wir müssen aktuell. Wir essen wieder moderat. Right is approaching. Don't like hostile. If you run, you'll gain distance, but tire your oxen. If you circle, you lose time, but you're relatively safe. Also wenn sie nicht hostile sind, dann würde ich halt einfach weitergehen. Riders were friendly. Okay. Bad water, you must spend time looking for a clean spring. Schön! Wie toll! So the match is 392. Na, wir sind eigentlich immer noch gut dabei, deshalb würde ich sagen, wir machen einfach weiter. Wir essen wieder moderat. Und wieder. Daily und Le Costal, das sagen sie wahrscheinlich immer. Ich werde jetzt mal Circle Wagons machen. They didn't attack, okay. Heavy rain, you must stop and wait it out. Geil! Schön, wenn man auch im realen Leben stoppen und warten muss. Geile Sache. Also die meinen das ernst mit warten anscheinend. Du sollst genauso leiden wie dein zufälliger Kumpane anscheinend. Oder? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Gibt zwar eine Turbo-Taste, aber deshalb wird der auch nicht viel schneller. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so sein sollte, dass es jetzt ewig dauert. Oder ob das Spiel jetzt irgendwie, also abgestürzt in Anführungszeichen ist. Ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich warten soll. Und hoffen, dass es weitergeht oder nicht. Ich bin mir echt unsicher, ob das jetzt ein Future oder ein Bug ist. Könnte prinzipiell beides sein. Ich glaube, es geht aber tatsächlich. Ich weiß nicht. Das ist. Es geht halt. Es kommt jetzt wirklich darauf an, ob der Entwickler wirklich so geplant, dass du selber warten musst. Was ziemlich bescheiden ist, aber ich würde so einem Spiel zutrauen, so einem alten Spiel. Weil das ist erst wieder weitergeht, wenn der Strich wieder weggeht. Das wäre ziemlich bescheiden, aber wie gesagt, ich würde es denen, also diesen alten Spielen traue ich das zu, dass die so waren. Ich will aber jetzt eigentlich auch nicht nochmal neu anfangen, weil wenn es wieder dazu kommt, auch wieder scheiße. Also im Prinzip, Oregon Trail haben wir ja schon gespielt. Da war ich doch einmal erfolgreich. Es ist ja quasi dasselbe Konzept. Du musst vorher halt dein Geld ausgeben für bestimmte Sachen und dann kommen halt Zufallsereignisse und entweder du schaffst es oder schaffst es nicht. Es kann richtig scheiße laufen, kann auch relativ gut laufen. Ja. Nee, es sieht für mich eher danach aus, als würde es nicht weitergehen. Na gut, dann lassen wir es einfach gut sein. Manchmal soll es wohl nicht sein. Ich werde nie in Oregon ankommen, habe ich das Gefühl. Nicht ganz so schlimm, aber trotzdem muss nicht sein. Nummer 3569 ist Adventure 3000. Ist eine Version des ursprünglichen Adventures für den HP 3000. Das Spiel ist in HP 3000 Basic geschrieben und versucht eine direkte Kopie der Version zu sein, die der Autor auf dem Timeshare-Computer des MIT gespielt hat. Das Spiel ist ein Textadventure, in dem der Spieler ein Höhlensystem und die Umgebung erkundet, um verschiedene Objekte und Schätze, Kreaturen und Rätsel zu finden. Der Spieler interagiert mit der Welt, indem er kurze Sätze sagt. Für das Lösen von Rätseln erhält der Spieler Punkte. Nummer 3570 ist ein weiterer Arcade-Klassiker. Wir hatten letztes Mal ja schon Galaxian. Und jetzt haben wir das nächste große Ding, das Ende des Jahres 79 erschienen ist. Und auch da gab es wieder verschiedene Versionen und ich habe mir wieder die bestbewertetste dafür rausgesucht. Das Spiel ist von Atari und dann würde ich jetzt sogar die Musik kurz ausmachen, weil, ja gut, Musik hat das Spiel jetzt nicht wirklich, aber trotzdem, wir nehmen sie mit rein. Und das Spiel, um das es sich handelt, ist ja Asteroids für den Atari 7800, das bestbewertetste davon. Schlüpfen Sie in die Rolle eines Raumschiffspiloten, der in einer gigantischen Asteroidenwolke gefangen ist, und pulverisieren Sie ankommende Asteroiden mit der Photonenkanone des Schiffs. Wenn alle Asteroiden zerstört sind, kann der Spieler in die nächste Runde gehen. Zusätzlich zu den Asteroiden sieht sich der Spieler auch einer außerirdischen Roboteruntertasse gegenüber, die zufällig über den Bildschirm schießt. Der Spieler kann das Schiff mit dem Controller in eine beliebige Richtung drehen, links oder rechts, oder vorwärts bewegen. Vorwärts bewegen? Oh. Das hatte ich letztes Mal gar nicht. Im Test hatte ich das gar nicht gemacht, warum auch immer. Die Schüsse werden entsprechend der Richtung des Schiffs abgefeuert. Der Spieler hat drei reservierte Schiffe zur Verfügung, um ein zerstörtes Raumschiff zu ersetzen. Das Raumschiff wird zerstört, wenn ein Asteroid mit dem Raumschiff kollidiert oder von einer Alien-Roboter-Untertasse abgeschossen wird. Zusätzlich kann der Spieler den Hyperraum-Warp benutzen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Warp kann jedoch auch das Raumschiff zerstören. Oh.
Asteroiden, die abgeschossen werden, zerfallen in kleinere Teile oder werden zerstört. Es gibt drei Arten von Asteroiden: große Asteroiden, mittlere Asteroiden und kleine Asteroiden. Große und mittlere Asteroiden zerbrechen beim Abschuss in zwei kleinere Asteroiden. Kleinere Asteroiden werden beim Abschuss zerstört. Alien-Roboter-Untertassen gibt es in zwei Größen, klein und groß. Beide schießen mit Photonenlasern und explodieren, wenn sie zerstört werden. Außerdem, außerirdische Roboter-Untertassen erscheinen nicht in der Anfängerstufe. Spielgeschwindigkeit und Variation. Es gibt vier verschiedene Schwierigkeitsgrade: Anfänger, Mittelstufe, Fortgeschrittener und Experte. Das Spiel bietet außerdem drei verschiedene Spielervarianten: Standardspiel für ein oder zwei Spieler, die sich abwechseln, wenn das Schiff eines Spielers zerstört wird. Competition Asteroid. Zwei Spieler erscheinen gleichzeitig auf dem Bildschirm. Es gilt Friendly Fire. Das heißt, Schüsse aus dem Raumschiff des einen Spielers zerstört das Raumschiff des anderen Spielers. Jeder Spieler verfügt über eigene Schiffsreserven. Und Team Asteroids, zwei Spieler sind gleichzeitig auf dem Spielschirm. Friendly Fire ist deaktiviert, das heißt, Schüsse, die von Raumschiff des anderen Spielers abgefeuert werden, zerstören das Raumschiff des anderen Spielers nicht und gehen einfach durch. Die Schiffsreserven beider Spiele werden kombiniert. Punktevergabe: Der Punktestand von Spieler 1 wird auf der oberen linken Seite des Bildschirms angezeigt, während der Spieler 2 auf der gegenüberliegenden oberen rechten Seite zu sehen ist. Für jeweils 10.000 Punkte erhält ein Spieler ein neues Reserveschiff. Was jetzt wie viele Punkte bringt, ist ja jetzt wurscht. Wir fangen jetzt an. Wir können hier eben sagen, wir fangen mal bei Novize an. Und dann geht's auch schon los. Wow! Wow, ist das eine Beschleunigung? Heilige Scheiße. Alter. Bleib doch lieber in der Mitte, ey, bei der Beschleunigung. Nein! Mein Gott. Alter. Ach, komm on! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt schießt er! Boah, Alter! Nein. Game over. Boah, 7.950 Punkte, das ist ja gar nichts. Ja, machen wir mal Intermediate. Da ist das Raumschiff.
Natürlich renne ich direkt. Also, komm, da konnte ich jetzt nichts tun. Das war unfair. What the fuck? Da konnte ich jetzt nichts machen, dass der direkt gleich wieder in mich reinschießt hier. Das war unfair. Das war unfair. Advanced. Alter. Nein! Ich hätte noch 10 Punkte gebraucht, du blöder Sack! Oh wow, ich versuch mal immer nochmal mit der Novize. Ich hätte noch 10 Punkte gebraucht, dann hätte ich ein extra Schiff gehabt. Das gibt's doch nicht. Ja, genau, das meinte ich. Wenn du kommst rein und dann wirst du sofort wieder zerfetzt, ey. Was soll das denn? Einmal noch. Was soll das denn? You
Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein! Nein! Oh, ich hab' Leben erlangt. Ich hab's endlich geschafft, ein Leben! Oh Gott, Alter! Ah, 15.610. Ja, was soll man sagen? Es ist ein Klassiker. Dieses Spiel ist ja genauso wie Galaxian, genauso wie Space Invaders, genauso wie Pong. Ein Arcade-Klassiker aus dem Hause Atari. Man kennt's. Die schaffen es halt auch immer wieder, so ein Klassiker rauszuhauen. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Also gerade Taito und Atari sind, was frühe Arcade-Spiele angeht, schon sehr stark mit solchen innovativen Spielen. Das kann man ohne Zweifel sagen. Gut, nachdem wir uns hier jetzt wild durch die Gegend geschossen haben, werden wir mal langsam, schmeißen wir die Musik an. Und wir gehen zur Nummer 3571. Da haben wir mal wieder einen Emulator, den wir schon länger nicht mehr hatten. Und zwar den Ohio Scientific. Der ist schon länger nicht mehr dabei gewesen. Jetzt ist er mal wieder dabei. So, und da brauchen wir die Disk. Und wir brauchen das Spiel. Da, Nummer 1 brauchen wir. Und das ist Avari. Avari ist ein traditionelles afrikanisches Brettspiel für zwei Spieler. Abwechselnd können die Spieler in einem der Häuser, die sie kontrollieren, Samen aufnehmen. Die aufgenommenen Samen müssen umverteilt werden, indem jeweils ein Samen gegen den Uhrzeigersinn in ein benachbartes Haus gelegt wird. Fällt das letzte Saatgut in das Haus des Spielers, der die meisten Punkte hat, erhält der Spieler einen zusätzlichen Zug. Fällt das letzte Samenkorn in ein leeres Haus des Spielers, wird dieses Samenkorn zusammen mit allen Samenkörnern im gegnerischen Haus des Wertungshaus des Spielers hinzugefügt. Das Spiel endet, wenn ein Spieler keine Samen mehr in seinen Häusern hat. Der Spieler mit den meisten Samen in seinem Wertungshaus gewinnt. Ja, ach scheiße, das ist ja wieder... ja, aber wir haben positive, get rid of your me. Two negative, keep all your men. Ich nehme mal positiv. Habe ich ja überhaupt? Nein, das ist, ach so. So.
Jetzt kann man das Skill Level bestimmen. 1 bis 4. Wir nehmen mal 1. Ich. Oh. Okay, dann eben er. Er nimmt die 7. Das heißt eben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da kriegt er eben 1 zu sich, glaube ich. Aber dann dürfte er doch normalerweise nochmal. Nein? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich würde aber auch die 7 nehmen. Oder nicht? Ach so. Nein, stopp. Ich wollte dann wollte ich die 1. So, genau. Er nimmt wieder die 7. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dann nehme ich jetzt die 7. Die 6. Dann müsste ich jetzt eigentlich... Nein? Ich dachte, ich bekomme jetzt, da ich ja in das leere Feld rein bin, seine oberen. Aber das war jetzt auch nicht der Fall. Etwas verwirrt. Ich bin. Er nimmt immer die 7. Das ist total merkwürdig. Also hier gibt es nicht diese Häuser, habe ich das Gefühl. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wo jetzt das Ziel ist in dem Ganzen, ehrlich gesagt. Warum 11? Ja, wie kann er denn... Warte mal, ich bin verwirrt. Geht es jetzt eigentlich darum, dass ich... dass man möglichst viele hat oder dass man möglichst weniger? Ich kapiere das Spielprinzip jetzt nicht so ganz, muss ich ehrlich gesagt feststellen. First off wins. Nee, so ganz kapieren tue ich das Ganze jetzt nicht wirklich. Aber ich glaube, ich gewinne. Aber er ist ja auch Skill Level 1. Also ich denke mal, auf Skill Level 1 sollte man wahrscheinlich nicht so häufig verlieren.
Ja, also er macht es schon so, dass ich quasi fast gar nicht verlieren kann, wenn ich mir das so anschaue. Ich verstehe sowieso gerade nicht, was ich wirklich mache. Keine Ahnung. Prinzipiell. Ich kann jetzt hier nichts mehr machen. Hä? Jetzt hab ich, hä? Ach, ich kann die. Hä? Was muss man denn hier machen? Ich verstehe die Logik dieses Spiels. Also so wie das jetzt ist, verstehe ich das nicht. Hä? First of Wins. Welches Off denn? Wo? Wie? Hä? Okay, diese Version von Avari verstehe ich nicht. Das ist mir zu hoch. Ja, belassen wir es einfach dabei. Ich weiß nicht genau, was er von mir verlangt. Egal. Egal. Ah ja. Nummer 3572 ist. Ja, Backgammon für den Ohio Scientific. Backgammon ist eine Computeradaption des Brettspiels. Es ist für einen Spieler, der gegen einen KI-Gegner antritt. Das Spiel verwendet textbasierte Grafiken mit Sternchen und Pluszeichen, die die Spielsteine darstellen. Das Spiel wird mit der Tastatur gespielt. Zuerst gibt der Spieler den Buchstaben des Startpunkts und dann den Zielpunkt ein. Der Spieler darf schummeln, das heißt, er kann die Steine in beliebiger Weise vorwärts bewegen, unabhängig davon, was die Würfel zeigen. Okay. Die Anzahl der Züge und die Dauer der einzelnen Züge sind nicht begrenzt. Sobald alle Züge ausgeführt wurden, wird die Leertaste gedrückt und die KI führt ihr die Züge aus. Was ergibt es denn überhaupt dann für den Sinn, dass man würfeln kann, wenn man eh schummeln kann? Hä? Warum? Naja, okay. Von mir aus. Nummer 3573 ist Battleship MK2 für die Research Machine 380Z. Das ist eine Battleship-Variante. Der Computer versteckt eine Reihe von Schiffen auf einem Gitter und der Spieler feuert auf die Gitterposition, um zu versuchen, die Schiffe zu versenken. Anders als bei den meisten Battleship-Spielen feuert der Spieler Torpedos ab, die sich quer über das Gitter bewegen, sodass sie andere Schiffe tatsächlich treffen können. Alle Schiffe haben die gleiche Größe und das gleiche Aussehen und sie sinken alle mit einem einzigen Treffer. Nummer 3574 ist Beat the Machine für den Cosmec. Das ist ein Reaktionsspiel. Der Computer zeigt eine doppelte Hexdezimalzahl an und der Spieler muss dieselbe Zahl schnell über die Hexdezimaltastatur eingeben. Nach jedem richtigen Tipp wird die Zeit, die für die Eingabe des richtigen Codes zur Verfügung steht, verkürzt, wodurch das Spiel zunehmend schwieriger wird.
Wenn der Spieler einen Fehler macht oder zu lange braucht, ist das Spiel vorbei. Nummer 3575 können wir uns wieder angucken und nochmal ein Spiel für den Ohio Scientific. Und diesmal ist es die Nummer 2, Blackjack. Yippie-yay-yay. Blackjack ist eine Computerversion des klassischen Glücksspielkartenspiels. Das Spiel basiert auf den Regeln des Las Vegas Casinos. Der Spieler und die Bank erhalten Karten und müssen versuchen, so nah wie möglich an einen Kartenwert von 21 heranzukommen, ohne dabei pleite zu gehen. Ja, die 1 ist to get another card, 2 is to double your bet und 3 is to stay. Ein Spieler. Was? Okay. Das hat jetzt nicht funktioniert, warum auch immer. Lass mich das mal nochmal versuchen. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Blackjack? Ein Spieler. Achso, Enter Your Wager. Achso, ich dachte, ich muss meinen Namen eingeben. 25. Fangen wir bei $25 an. Ich dachte, ich muss meinen Namen eingeben. Das hat nicht funktioniert. So, okay. Sind die 12? Ich will noch eine Karte. Passt es. Toll. Danke. Ja, congratulations to the house. The house had 17. Ja, ich will noch eine Hand spielen. $50. Acht. Ein Ass. Das heißt, ich habe 18. Er hat einen König. Noch eine. Jetzt haben wir 8, 9. Nochmal eine. Uff. Okay. 8, 9, 10. Jetzt haben wir 16. Nochmal eine. Scheiße. Er hat 20. Ich bin gebastet, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ja. The house had 20. Dankeschön. Ja, ich will nochmal. $100. Neun. Ja, ich will noch eine. 18. Nein, ich bleibe. Er hat 16. Und er bleibt dabei? Dann habe ich gewonnen, oder? Ja. Yay. Und $25 plus. Ich frag mich halt, ob der Spieler, der Gegner überhaupt noch Karten ziehen würde oder ob er immer bei den zwei Karten bleibt. Ich habe 15. Er hat nur eine 3. Jetzt, das möchte ich jetzt sehen. Ich sage jetzt mal, er hat nicht mehr. Ach doch, er zieht. Aber jetzt ist er busted, oder? 19, 16, 17, 18, 19. Nein, er hat natürlich einen Blackjack. Warum auch nicht? Ja, warum auch nicht? Klar. Und ich bin wieder bei Null. Acht. Noch eine. 18. Da bleibe ich. Er hat auch 18? Ja, und natürlich, wenn beide 18 haben, gewinnt natürlich das Haus. Warum auch nicht?
Ich liebe es. Einmal noch. Ja, noch eine. Noch eine. Ach, ihr leckt mich doch am Arsch. Noch eins. $250. Jetzt komm schon. Mir kommt so vor, als würde ich immer benachteiligt. Ja, ich habe tatsächlich das Gefühl, ich werde immer benachteiligt. Also wenn es jetzt 19. Ja, okay. Yay! Ich habe 100 plus. Ja, das muss reichen. Ja, es ist halt Blackjack. Was soll man dazu noch mehr sagen? Also, dass es mir unfairer vorkommt als bei manchen anderen Blackjack-Spielen. Naja, egal. Nummer 3576 ist Blackjack in Tiny Basic. Das ist eine Implementierung des beliebten Kartenspiels in Tiny Basic für den Cosmac. Der Spieler spielt gegen die Bank und muss versuchen, einen Kartenwert zu erhalten, der so nah wie möglich an 21 liegt, ohne ihn zu überschreiten. Es gibt keine Versicherungswetten, aber der Spieler kann verdoppeln. Nummer 3577 ist Cosmac Cowboy Target Game. Das ist ein Zielschießspiel. Auf der einen Seite des Bildschirms ist ein Revolverheld zu sehen und auf der anderen Seite fällt eine Dose herunter. Der Spieler muss versuchen, im richtigen Moment zu schießen, damit die Kugel die Dose trifft. Nach 15 Schüssen wird der Punktestand angezeigt, wie viele Dosen getroffen wurden. Nummer 3578 ist ein weiteres Arcade-Spiel. Diesmal nicht so bekannt wie Asteroids. Und das Spiel, um das es sich handelt, ist Boing. Ist, wie hier zu sehen, QTQ. Das ist die zweite Fortsetzung von Chibi nach Bombi, das nur wenige Monate zuvor erschien. Wie die beiden Vorgängerspiele kombiniert QTQ Breakout mit Flipper, allerdings mit einigen Änderungen. Mit einem drehbaren Joystick steuert man zwei Paddles, mit denen man Steine, hier Regenbogenblöcke genannt, und verschiedene Elemente eines Flippertisches trifft. Dieses Mal gibt es keine Bumper, sondern andere Objekte. Am auffälligsten ist eine Kreatur namens Minimon, die an der oberen Mitte des Tisches erscheint. Jedes Mal, wenn die Kugel das untere Paddle trifft, erscheint ein neuer Minimon, bis zu maximal vier. Auf jeder Seite der Minimons befinden sich Ziegelsteine und wenn diese abgeräumt werden, erscheint eine weitere Kreatur, die Walkman genannt wird. Eine weitere Neuerung sind die Seitenfallen, die den Ball auffangen können und für jeden Aufprall des Balls Bonuspunkte vergeben. Im Gegensatz zu den vorherigen Spielen wird der Ball nicht vom Schläger, sondern von den Seiten des Tisches ausgeschlagen, wie bei einem Flipperspiel. Ja, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Man sieht wieder, der Ball wird wieder schön viel schneller. Scheiße. Alter, warum wird er denn jetzt wieder so schnell? Was soll das denn?
Voll. Mir ist zu viel auf diesem Scheißding los, ey. Ich sehe zum Teil echt nicht. Kann man hier auch. Ach, 5 Leben kann man sich holen. Das ist gut. Und mal, ja, Bonus Life ist leider, geht nicht weniger. Okay. Ich mach's mal kurz resetten, damit ich die 5 Leben habe. Hey, ich hab sie erwischt. Oh. Boah, Alter. Dieses Bonus da unten nervt mich, ey. Ich sehe den Ball tatsächlich. Echt sehr schwer. Da unten. Da ist der Walkman. Und er walkt. Triff ihn. Ja, er ist weg. Da triff ihn. Ja, und er ist weg. Böser Walkman. Yay! Oh Gott. Ah, oh Gott. Alter. Oh, ich. Das war's, oder? Ja. Ich finde, es ist einfach zu viel los in diesem. Unten vor allen Dingen. Ich krieg es nicht hin, den Ball zu verfolgen. Wenn das so schnell geht. Absolut schrecklich. Vor allen Dingen bewegt sich der Ball oftmals auch völlig irrational, so dass ich das sowieso nicht hinkriege. Das meinte ich damit. Oh, Mann. Nein, das ist das Falsche. Auf der anderen Seite gibt es das extra.
Gedanken. Fick dich! Hau den Walkman weg! Oh, das ist so mies mit diesem Scheißding da unten! Ich hasse es. Hau den Walkman weg. Okay, Game Over. Ja, belassen wir es dabei. Also jetzt vor diesen dreien an Chibi kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern, muss ich sagen. Aber ich glaube, von den dreien ist das noch irgendwie das Interessanteste gewesen, muss ich sagen. Von denen, wo ich mich jetzt erinnern kann, irgendwie. Aber trotzdem, mit diesen Pedals und was da alles los ist und... Oh. Naja. 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 Okay. Ja. Nummer 3579 ist Asylum Rider für den TS-80. Das ist ein inoffizielles Weltraumkampfspiel mit Motiven aus Battlestar Galactica. Der Spieler muss versuchen, ein einzelnes Zylonenschiff zu treffen. Das Schiff wird sich drehen und wenden und versuchen, nicht getroffen zu werden. Nummer 3580, und würde ich heute zumindest das letzte Spiel sagen, was wir uns anschauen, ist wieder für den TRS-80. Oh, und... ist Defense. Das ist ein Einspieler-Arcade-Spiel für den TS-80. Die Invasoren sind da. Der Spieler hat 90 Sekunden Zeit, um so viele Eindringlinge im Weltraum wie möglich zu vernichten. Er steuert ein kleines Raumschiff, das sich horizontal am unteren Rand des Bildschirms bewegt und nach vorne feuert, um fremde Schiffe zu zerstören, die sich waagrecht auf dem Bildschirm bewegen. Der Spieler muss dem Beschuss durch die Invasoren ausweichen. Der Spieler verliert 100 Punkte, wenn er getroffen wird. Er erhält 25 Punkte, wenn er einen Eindringling in der ersten Reihe trifft, 50 Punkte für die mittlere Reihe und 100 Punkte für die obere Reihe. Der Spieler erhält Punkte für das Abräumen einer Reihe. Der Spieler ändert die Richtung, wenn er schießt, und es können nur zwei Schüsse gleichzeitig in der Luft sein. Der Spieler erhält zusätzliche 20 Sekunden, wenn er eine Punktzahl von 600 Punkten erreicht. Ja, es ist quasi ein Space Invaders für den TRS-80. The invaders have arrived. You have 90 seconds to shoot as many as you can before you are at the bottom of the screen and three rows of invaders are above you. Eigentlich ist dasselbe, was ich jetzt schon in Deutsch gerade gesagt habe. Und genau deshalb. Und wie gut diese Umsetzung von Space Invaders auf TRS-80 ist, seht ihr jetzt gleich. Ich kann euch schon mal versprechen, es ist nicht besonders aufregend. Und zwar, wie man hier gerade sieht, das ist die Geschwindigkeit des Spiels. Mein erster Schuss ist natürlich, hat natürlich nichts getroffen, aber mein zweiter Schuss hat was getroffen. Und der hat auch was getroffen. Ja, also ich meine, es ist löblich, dass man zwei Schüsse abfeuern kann. Aber hey, ich drücke nach links. Danke. Ja, ihr seht ja, wie... schnell das Ganze. Halt, ich drücke nach links. Weißt du, also ich weiß ja, dass er, wenn er schießt, dass er einmal die Richtung ändert. Ja, aber wenn ich dann fünfmal nach links drücke, dann erwarte ich auch, dass es irgendwann nach links geht.
Hallo, ich drück. Ey. Okay, ja, er reagiert nicht. Ich. Das ist. Und dann reagiert er dann doch wieder, wenn ich dann wieder eine Mal die Taste drücke. Also ich muss schon sagen, ein Space Invaders Klon. Ja. Ich meine, ihr seht ja, wie wahnsinnig schnell dieses Spiel ist. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das die beste Umsetzung von Space Invaders ist, die es bisher gegeben hat. Also, naja. Ah, du Arsch, jetzt musstest du dich natürlich nochmal nach links bewegen, gell? Komm ich nicht mehr weg, oder? Ah, doch, es geht noch. Hallo, schieß doch. Jetzt hat. Yay. Oh, toll, ich krieg extra Zeit. Oh, es kommt wieder eine. Ach, da kommt dann wieder die Reihe. Ah, okay. Das dürfte mich nicht treffen, weil da war noch ein Teil, genau. Ja, also. Auch hier, wie leider bei vielen TRS-80-Spielen, ist einfach, wenn das Ganze. Mehr Frames hätte, dann wäre es um einiges aufregender. Aber natürlich ist mir bewusst, dass die frühen Computer eben nicht diese Rechenpower haben. Diese. Aber es gibt halt Spiele für den TRS-80, die halt tatsächlich auch in einer guten Geschwindigkeit funktionieren. In einer annehmbaren Geschwindigkeit zumindest. Und da frage ich mich dann schon,
warum man das nicht so ganz hinkriegt. Ich meine, der Turbo-Modus, das ist der Turbo-Modus, wohlgemerkt. Oder es ist, das war der Turbo-Modus. Nee, jetzt, das ist der Turbo-Modus. Also man merkt schon, es ist ein bisschen schneller. Aber den Turbo-Modus hat es natürlich damals nicht gegeben. Muss man ganz, das ist jetzt nur vom Emulator her. Aber ja, man merkt schon, dass es halt jetzt nicht viel schneller ist als, naja. Und wir wollen ja das ursprüngliche Spiel, wenn dann, sehen. Und nicht den Turbo-Modus, der da eigentlich gar nichts zu suchen hat. Ja, wir haben jetzt 1375 Punkte. Die Zeit läuft gleich ab, deshalb haben wir, wir kriegen jetzt natürlich Bonuszeit, weil wir halt eben über 600 Punkte haben. Genau, Bonus. Nochmal 19 Sekunden, wie schön. Aber die will ich mir gar nicht weiter antun. Also, ja. Wahrscheinlich ist es ein gute Umsetzung von Space Invaders für die limitierte Möglichkeiten des TRS-80. Ich weiß es nicht, aber ja, es ist halt echt langsam. Das muss man mögen. Oder auch nicht, je nachdem. Okay. Nummer 3581 ist Educational Disc 7 für den Ohio Scientific. Das ist ein Lernpaket mit Alphabet und Zahlentrainern und Quizfragen. Ein Gedächtnisspiel ist enthalten, mit dem passende Buchstaben und Zahlen gefunden werden müssen. Das Spiel kann sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß gespielt werden. Und Nummer 3582 ist Educational Disc 9 für den Ohio Scientific. Das ist ein Lernpaket, das zwei Spiele enthält. Hangman ist ein Wortsuchspiel, bei dem Buchstaben erraten werden müssen, um das versteckte Wort zu finden, da sonst ein Teil des Gehängten gezeichnet werden. Und Word Search Game ist ein typisches Wortsuchspiel, bei dem Wörter in einem Gitter versteckt sind. Ja, genau. Dann würde ich wieder sagen, machen wir für heute Schluss. Das Säckelchen voller Spiele wird wieder zugemacht. Und das bis zum nächsten Mal sicher aufbewahrt, bevor es dann wieder aufgemacht wird. Wir haben heute wieder ein bisschen was geschafft. Das ist doch schön. So. Bam. Schön, schön, schön. Okay. So. Dann sage ich auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in meinen nächsten Streams oder einem anderen YouTube-Video wieder. Bis dahin wünsche ich einen schönen Abend und später eine gute Nacht und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!